Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Ich wollte gerade sagen, Mountain Blade. Nun, ich habe noch was zu tun. Jawohl, was hast du denn zu tun? Was war das, Alter? Das war Schluck auf. Bäuerchen hat er gemacht, Bäuerchen. Ich wollte noch die Hosen herstellen. Ich hoffe, ich schaffe das noch irgendwie. Ah ja. Weil wenn wir morgen handeln gehen. Heidenei. Dann geht's richtig rund, Alter. Oh, das dauert ja jetzt hier wieder. 28 Leinengarn. Fängt ja super an. Ja, dann, wenn du das machst, guck ich, dass ich mal Dünger herstelle. Mhm. Weil... Oh, stimmt. Ja. Nächstes... Ja, wir sind im Sommer. Und im Herbst kann ich dann wieder ballern. Oh Gott, wir haben dann ja auch Karotten und so. Das ist richtig. Heidenei. Dünger herstellen. 25 Stück. Oh, das... Dann sind wir bald so weit. Aus Dung. Dung. Dung, Dung. Was, wo ich mich auch ein bisschen drüber freuen würde, ist, wenn wir noch mehr Flagsnacken haben. Irgendwann. Hätte ich gemacht, aber ich konnte es halt jetzt nicht anbauen. Genau, genau. Also, das meine ich halt so, dass wenn wir wieder Flagsnacken anbauen. Flagsnacken. Dann kann ich das denn anbauen? Ach, nur im Frühling, okay. Was? Ja, dann. Ja, nur im Frühling. Wir haben Frühling. Ne, wir haben Sommer. Ich wollte gerade sagen, hä? Okay, gut. Nur im Frühling. Na, dann machen wir im Frühling. Ja. Kommt dann im Frühling auch. Boah, dann machen wir erstmal alle Felder voll. Hier noch. Ich holz dir sogar den Wald ab. Einfach nur, damit du mehr Felder machen kannst. Und ich hoffe, du... Ja, nun. Wir brauchen noch ein paar Leute im Dorf. Ach so, stimmt. Du. Wir wollten noch die Häuser dämmen von den Hayopais, oder? Ja, aber dazu brauchen wir sehr viel Ton. Wie viel Ton? Und gib mir ein Tönchen. Ich weiß es nicht. Sehr viel. Okay, gut. Kriegen wir hin. Wie viel war das immer nochmal? Wo sind denn die Hosen? Aber da brauchen wir schon... Brauchen wir schon ordentlich. Na, zwei, das heißt... So. Ja, das ist halt... Ich verstehe dir. So, ich mache ein bisschen Leinengarn, zu Leinengewebe. Oh ja. Und Alter, wenn wir einmal die Hosen weg haben. Ich mache erstmal eine. Und dann können wir erstmal verkaufen gehen. Weißt du was? Ich mache jetzt noch eine. Oder ich mache zwei. Das sollte noch gehen. Habe ich keine Fackel dabei? Ich habe keine Fackel dabei, okay. Lachsfackel. So. Okay. Ich bin ready. Wie sieht's bei dir aus? Ah, ja, ich komme. Ich frag nur. Ich frag für einen Freund. Gut, wir noch Leder haben. Haben wir noch Leder? Leder. Leder. Ein. Oh, wow, super. Hey, 1A. Gut. Ich geh pennen. Ciao. Ich auch. Oh Mann. Jetzt erstmal Karotten sammeln. Moin. Moinsen. Ich will erstmal. Oh, die Bäumchen werden langsam. Oh Gott, Kohl. Helmut ja, Kohl ist unterwegs. Ich hab sehr viel Kohl gemacht. Geil. Ich nehm alles mit. Gott.
Ich ernte auch schon mal die Karotten. Oh Gott, Eselstall. Ich kann nichts mehr tragen. Keine. Meine Sense. Gott. Also. 179 Kohl. Okay. Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe ja gesagt, ich habe Kohl gemacht. Das ist gut. Ich würde sogar welchen verkaufen gehen. Das klingt sinnvoll, Alex. Das mache ich. Einen Steinsichel nehme ich mal 4 Stück einfach raus. Die gehen so schnell kaputt einfach. Das ist brutal. Wir haben ja ziemlich viele mittlerweile. Naja, wir haben ein paar, das ist richtig. Aber die gehen, also die gehen wirklich schnell kaputt. Ja, das ist Wahnsinn, Hammer. Wenn ich irgendwo noch einen Helmut Kohl vergessen habe, sagst du Bescheid, gell? Nee, das ist das Feld hier gewesen. Ja, ja, ich meine, wenn du noch, also wenn da noch irgendwas liegt, weiß ich nicht. Du meinst hier, ja. Ja. Okay, wir haben sehr viel Kohl. Oh, aber ist doch gut, oder? Ich liebe es. Ich tu dir mal die Samen da rein. Yeah. Sind 71 Stück. Achso, die kannst du mir ruhig auch einfach ins große Lager reinhauen. Da habe ich alle anderen auch rein. Ah, okay, mach ich. Ist ja auch nur das Sonne. Schon wieder Segel kaputt. Also, das ist lächerlich. Ja, das ist. Aber du kannst ja, wie gesagt, wegen den Werkzeugen da diese Werkzeug-Dings hochleveln, ne, dass die nicht so schnell kaputt gehen. Ja, ja, werde ich auch machen. Das macht einen riesen Unterschied, Alter. So, Flachshalme hau ich mal rein. Oh Gott, ich hab 140 Stroh noch. Um mal zurücklegen. Ich mach folgendes, ich nehme mal ein bisschen Kohl mit. Mhm. Wo ist denn das? Kohl. Und ich renne mal in die andere Stadt rüber. Sag Bescheid, ob wir noch irgendwas benötigen. Also, ich sag mal so, Dung kannst du immer mitnehmen. Okay. Dünger guckst du halt. Mit Gewicht, okay. Wie sich's lohnt und so, ob du noch kannst und so. Ich will, wie gesagt, jetzt einfach mal gucken, wenn ich jetzt das Zeug verscherbel, wie viel Geld das bringt. Also gerade diese zwei Hosen, die ich ja jetzt hergestellt habe. Wenn die nur ansatzweise von dem, was ich da gesehen habe, bringen, dann weißt du ganz genau, was wir machen. Alles voller Flax. Okay, Weizen und Roggen kann ich im Herbst machen. Mhm. Dann werde ich das tun. Roggen. Okay. Roggenkorn. Vergiss nicht, im Winter können wir da auch noch was setzen? Weil die brauchen ja ein paar Tage, ne? Ja, ja, im Winter geht aber auch nur Kohl, glaube ich. Okay. Hat der hier Korn. Das gehört, was der Nico gesagt hat? Was? Nee. Achso, Schwann. Das war dumm. Wo sind die Hosen? Oh, Nico. Beide Hosen bringen einfach 510 Münzen. Goodbye. Ich bin einfach Level in Diplomatie gestiegen nach den zwei Hosen. Glaube ich. Machen wir das. Also, jetzt suche ich die Leute für die Samen hier. Du hast gesagt, hier gibt's jemanden. Zwiebel, blablabla, Quark. Ich leg dir auch nochmal Weizenkorn. Mhm. 50 Stück in die Küche rein. Ja, die werde ich verarbeiten. Hier hinten ist die Pferdefrau. Aber wo? Nein, zurück.
Nico, wo in diesem Dorf? Wer verkauft mir hier das, was du gebraucht hast? Okay, ich hab erstmal Fettdung mitgenommen. Warte mal, guck mal bitte auch nach. Stallmeisterin hat Dung. Ja. Kannst du bitte so 30, wenn er Haferkorn mitnehmen? Liebend gerne. Ich brauche nur die Person, die das verkauft. Der Werkzeugtypi. Der Werkzeugtypi in der Schmiede? Nee, du bist in die Hauptstadt gelaufen, oder? Nee. Ach so, okay. Zu unserem kleinen Dorf hier. Ach so, da weiß ich's nicht. Ah, okay, gut, dann ist hier wohl niemand, okay. Nicht wild. Nicht wild. Nicht wild. Ich hole Haferkorn, nur später. Alles gut. Weil? Ich kann es gerade eh nicht anbauen. Ich habe bloß gemerkt, dass wir zum Beispiel davon jetzt gar nichts haben. Okay. Weil ich werde jetzt diese Hosen herstellen, in die Hauptstadt gehen und die verkaufen. Yep. Danach werden wir so reich sein, Nico. So reich. Danach kaufe ich dir die ganze Welt. Die ganze Welt. Jawohl. Dünger. Oh, das ist schwer. Zack. Ich komme heim. Und ich bring dir Dung mit, ne? Ja. Kannst du einfach wieder ins große Lager reinhauen. Jawohl. Das ist super, danke. Bitte, ich war sehr mutig. Der Kohl hat 200, glaube ich, gebracht. Die Rosen 500. Und da waren irgendwie 170 Kohlköpfe dabei oder so. Okay. Weil ich würde dann mal irgendwann anfangen, wenn wir Hafer haben, ein bisschen Tierfutter schon mal vorzubereiten. Ja, nice. Oh, Entschuldigung. Was? 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 Mal, was geht im Winter? Im Winter geht... Ah ne, Karotten gehen im Winter. Wäre ja auch noch was. Genau, also nur Karotten. Aber wir haben 81 Karotten. Ja. Das ist... Lege ich übrigens auch mal in die Küche. Da sind noch mehr Karotten, also von daher. Ja, wir haben insgesamt... 116. Das ist Wahnsinn, gell? Ich frag mich, kann ich mit ihr... Ah ne, sie kocht jetzt da. Muss mal gucken, wie das bei ihr jetzt aussieht. Mit dem Gekoche. Ich renn gerade noch gleich in die Hauptstadt. Ja, alles cool. Da ist die Küche. Also, das kann sie noch herstellen. Ich bin entspannt. Ich bin auf meinem Feld. Und gebe Vollgas. Okay, sehr geil. Wir brauchen im Grunde genommen nur noch Fleisch danach. Ich renne in die Hauptstadt. Ja, Fleisch holt ja der Jäger, oder? Geht das schon, oder? Wir können das machen. Das würde theoretisch gehen, ja. Aber ich habe die, glaube ich, erstmal nur Leder sammeln lassen. Okay. Weil Leder ist halt übelst wichtig für uns. Also wegen diesen Hosen. Ich sag's dir, wie es ist. Ich mach gleich 1000 Gold, 1000 Münzen einfach. Alles cool, Digi. Das ist so. Wir sind gleich rich. Wo ich den dann auch noch Flachs abkaufen kann. Und zu welchem Preis? Weil ich brauche 2 Flachshalme für... Nee, ich brauche 1, 2, 3, 4 Flachshalme, also 4... 8 Flachshalme für eine Hose. Also wenn sich das rentiert, warum nicht? Ja. Was ist hier los? Ich hab Kupfererz gefunden. Und Salzfleisch. Und 2 Steine. Die
Steine kannst du behalten, Alter. Und 2 Steine. Das Wichtigste kommt zum Schluss. Natürlich. Ah. Aber Salzfleisch ist cool, das ist ewig und 3 Tage haltbar. Ja, können wir ja auch herstellen lassen, ne? Timber! Ah, da werden da wieder Bäume gefällt. Anscheinend. Achso, du bist auf dem Feld. Das war der Typ. Achso. Ja, ja. Holzhacke. Gibt's auch schon Steinhacken? Ja. Okay, ich brauche erstmal die Holzhacken auf und dann mache ich die Steinhacken. Ja, stimmt, das kannst du ja auch machen. Wird das nicht hergestellt oder macht er noch Holzhacken? Ach, nee, Steinhacken sind 6 Stück bereits da. Achso. Aber ich brauche halt jetzt erstmal die Holzdinger auf und dann... Ja, sehr gut, sehr gut. So muss das. So, jetzt gucken wir mal, wo sind denn die Hajos? Du hast gesagt, der Typ mit dem Werkzeug. Der ist da. Ja, auf dem Markt. Ich glaube, der hat oben so ein Werkzeugsymbol. Ich sehe es. Das ist der da. Moin, Meisterin. So. Mal erstmal Gold. Nee, die hat hier nix. Nee. Das war ein R. Guck mal, der ist so eine Spitze, der hat so eine Spitzhacke oder so oben. Ach, der hat nicht, eine nicht wie mit dem Hammer. Okay, ich guck mich gleich mal um. Ich suche die Person. Ja. Also auf jeden Fall irgendwo auf dem Markt. Ich meine, der hat oben. Vielleicht ist es eine Sichel. Es gibt ihn auf jeden Fall. Es gibt dem auf jeden Fall. Große Satteltaschen kann man hier kaufen. Heidewitzka. Der hat einen Ring. Wenn du trotzdem mal an, was du so hast. Goldener Ring, Gummiharz. Holzwölfe und Holzwölfe. Ah ja, hier ist einer meiner Spitzhacke. Ja, sehr schön. Flachs für 7. Haferkörner, wie viel hast du gesagt? 30, ne? Ja, so 30 mal. Passt. Damit komme ich da zurecht, dass ich genug rausbekomme halt. Mhm. Brauchst du noch was von dem? Dung geht immer, weißt du? Brauchst du Dung, ja? Ja, Dung ist immer. Damit ich, weil der Dünger ist das, was glaube ich. Ja. Wo wir es wirklich am meisten von brauchen. Gut. Ich nehme Dung mit und ich nehme... Also ich habe auch Flachs und Flachshalme geholt. Mhm. Mit dem, was ich dort habe... Wir bekommen ja daraus sogar noch, das darf man nicht vergessen, Leinsamen, wenn ich den verarbeitet habe. Mhm. Ja, richtig, ja. Wenn ich das fertig habe und dann die Hosen herstelle, na dann, gute Nacht, Marie. Gute Nacht, Marie. Was wollte ich noch sagen? Genau. Ich bringe dir volle Dungladung mit. Ich habe einfach 1000 Münzen bekommen. Ich bringe dir volle Dungladung mit und ich bringe dir 30 Haferkörner noch mit. Tobi, danke. Und danach geht's richtig rund. Nee, hier ist nichts. So, die Felder für den Herbst sind soweit fertig. Oder was kann ich noch machen? Genau, Weizen, Roggen habe ich beides drin. Super. Guti. Weil wenn ich dann noch Hafer habe, fange ich an, ein bisschen Tierfutter zu produzieren. Und wenn ich genug davon habe und ich zufrieden bin, würde ich dann anfangen, mal so einen Hühnerstall oder so zu bauen halt. Also du kannst ihn ja jetzt schon bauen, ohne ihn zu besitzen. Ne? Ja. Das geht natürlich. Ja, wir müssen eh nochmal gucken, dass wir uns ein bisschen verbreitern. Wir müssen mal gucken, in welche Richtung die Felder jetzt gehen. Ich glaube. Achso, ich wollte noch ein Feld anlegen, weil ich glaube, du hast ja, was Laien angeht, ein bisschen was vor. Oh ja.
Aber ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so richtig Platz.